بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، والله بتندش من den إخلاص in unseren Taten, in all unseren Taten إن شاء الله. Und wir sind jetzt mit العربية بين يديك mit الوحدة الثالثة السكن، mit dem dritten Modul das Wohnen السكن oder die Wohnung. Wohnen, das Wohnen oder die Wohnung, beides geht إن شاء الله. Und الدرس التاسع عشر، der 19. Unterricht. العرض، wir gehen zur nächsten Seite. العرض، die Präsentation. الحوار الأول، der erste Dialog. انظر واستمع وأعد. أحمد، السلام عليكم. حسان، وعليكم السلام. وعليكم السلام. أين تسكن؟ Wo wohnst du? Natürlich nicht vergessen. Jeder soll einen Stift bei sich haben. Artig schreiben. أين تسكن؟ Wo wohnst du? حسان، أسكن في حي المطار. Ich wohne in dem Viertel oder in dem Matar-Viertel, also Flughafenviertel sozusagen. Matar ist Flughafen. Hai, Viertel. Natürlich, wer nach Ägypten kommen möchte, wird merken, die Bezirke haben immer eine Nummer. Hayu Thamin zum Beispiel, 8. Viertel. Hayu Lashir, 10. Viertel. Hayu Sabir, 7. Viertel und so weiter. Mit der Zeit gewöhnt man sich an diese Nummern. Das Schönste ist auch noch, diese Nummern sind nicht nur in einem Bezirk, das sind in anderen Bezirken auch. Deswegen, wenn du kommst und sagst, ich wohne in Hayu Lashir, sagt er, welchen Hayu Lashir? Das ist auch sehr schön. So, Eskunu fi Hayil Matar. Ich wohne im Flughafenviertel. Wo eine Teskunu ente? Und wo wohnst du? Eine ist wo? Teskunu, du wohnst. Ente, du. Ahmed, Eskunu fi Hayil Jami'a. Eskunu fi Hayil Jami'a. Ich wohne in der Universität oder in dem Universitätsviertel. Al-Jami'a mit Ta marbut am Ende ist die Universität. Aber Al-Jami'a ohne Ta marbut ist die große Moschee, wo man sich versammelt. Und ich glaube, ich habe das schon einmal gesagt, der Unterschied zwischen Jami'a und Masjid. Das Jami'a ist eigentlich da, wo die Freitagsgebete gebetet werden. Masjid, wo die ganz normalen Gebete gebetet werden. Also eigentlich ist es ja so, dass man in einer Stadt nur in einer Moschee betet. Und das ist der Jami'. Und die ganz normalen Gebete, die nennt man Masjid. Hassan, hal taskunu fi baytin? Wohnst du in einem Haus? Ahmed, naam, eskunu fi baytin. Ja, ich wohne in einem Haus. Wahal teskunu fi baytin? Und wohnst du in einem Haus? Hassan, la, nein. Eskunu fi shaqqatin. Ich wohne in einer Wohnung. Ahmed, ma raqamu shaqqatika? Was ist die Nummer deiner Wohnung? Hassan, khamsa. وما رقم بيتك؟ Und was ist die Nummer deines Hauses? Ahmed, tis'a. Ich hoffe, ich war nicht so schnell. Jetzt bist du dran, Abdul-Baqi. Ups, ups, ups. Ahmed, assalamu alaikum. Hassan, alaikum assalam. أحمد أين تسكن؟ حسان أسكن في حي المطار. مطار يا. وأين
تسكن أنت؟ أحمد أسكن في حي الجامعة. حسان هل تسكن في بيت؟ أحمد نعم أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ حسان لا أسكن في شقة. اوكي افكي ما غنتو. أحمد ما رقم شقتك؟ حسان 5. وما رقم بيتك؟ أحمد 9. أحسن. سوبر. هل لديك سؤال؟ هاست تو إنا فراغة؟ لا. ممتاز. نذهب إلى الخطوة التالية. بيجين سونيك فيتا. المفردات. دي فيتا. العرض. بريزنتاسيون. انظر. واستمع. وأعد. دو كانس ديريكت ليزن. اسم دي فيتا بتو. بيت شقة رقم حي يسكن لا المطار الجامعة وأنت الجامعة. ممتاز أحسنت. Natürlich لا هي اثنين. Alles andere habe ich schon übersetzt. Okay. التدريب صل بين الكلمة والصورة المناسبة. Verbinde mit dem Wort und dem passenden Bild. الصورة الأولى. أي كلمة؟ حي. حي. ممتاز. نعم. الصورة الأولى مع كلمة حي. الصورة الثانية. بيت. بيت. ممتاز. الصورة الثانية مع الكلمة بيت. Begin jetzt اليسار links. الصورة الأولى. رقم. Genau. Obwohl ich eigentlich gar keine Nummer finde oder so. Das finde ich auch komisch. Aber okay. رقم. Also الصورة الأولى مع كلمة رقم. الصورة الثانية. شقة. شقة. ممتاز. في جينا نغنطة. الصورة الأولى. لا. لا. نعم. أوكي. والصورة الثانية. المطار. المطار. ممتاز. طيب. Jetzt beim vierten. Links unten. الصورة الأولى. الجامعة. الجامعة. نعم. ممتاز. الصورة الثانية. يسكن. Also wie noch, ich sage nochmal, bei dem oberen links, das Bild passt eigentlich nicht zum Wort. Also das zweite Bild oben links hat ja mit Wohnung zu tun und deswegen haben wir Shaqqa gesagt. Aber das erste Bild ist ja ein Haus und deswegen sollte eigentlich nicht der Raqam da stehen, sondern zum Beispiel Bait. Das ist das Komische. Wallahu ja. a'lam. Seite. Wir machen direkt weiter. Also wir sind eigentlich jetzt mit der 19. Lektion fertig. Jetzt machen wir Ad-Dars Al-Ashrun. Al-Hiwar Al-Thani. Der zweite Dialog. Unzur. Wastami' wa a'id. Wir machen das so. Abdul Baqi, du liest und ich übersetze dann. Okay. المستأجر. 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 السلام عليكم. المؤجر.
المؤجر. وعليكم السلام. المستأجر استا فميتا. ولا ganz kurz. المستأجر استا ميتا. Also der die Wohnung nimmt. Der Mustajir ist der Mieter, der dann die Miete bezahlt. Al-Mu'adjir ist der Vermieter, dem die Wohnung gehört und ist der Person vermietet. Okay. Al-Mustajir uridu shaqqatan min fadlika. Al-Mu'adjir المؤجر لدينا شقة جميلة. Genau. المستأجر أريد شقة من فضلك. Ich will, أريد, ich will. Der eigentliche Wort ist أراد. أراد, wollen, er will. أريد, ich will. Und von dort kommt auch dieses Wort Irada, der Wille. Das war dann eine Wohnung. Min fadlika, also bitte. Uridu shaqqatan min fadlika. Jetzt, wortwörtlich könnte man das nicht eigentlich übersetzen. Weil fadl bedeutet sowas wie Güte. Deiner Güte, das würde auf Deutsch nicht passen. Deswegen sagen wir einfach nur bitte. Ladeina, der Mu'ajjar sagt dann, Ladeina shaqqatun jamila. Wir haben, Ladeina. Lada, das was wir haben. Na, wir. Wir haben shaqqatun jamila, eine schöne Wohnung. Im Arabischen müssen wir uns gewöhnen, dass die Eigenschaft am Ende ist. Nicht wie im Deutschen, dass die Eigenschaft am Anfang ist. Okay, faddal. Al-Mustajir. المستأجر كم غرفة في الشقة؟ Also في الشقة mit Schatten gelesen oder في الشقة. Okay. المؤجر في الشقة خمس غرفين. المستأجر كم wie viel غرفة Zimmer oder كم غرفة Zimmer في الشقة in der Wohnung wie viele Zimmer gibt es in der Wohnung sozusagen المؤجر في الشقة in der Wohnung gibt es خمس غرف fünf Zimmer. Natürlich eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das schon von jetzt an sagen soll, aber wegen diesem Fischakati, dieses Jar wa Majrur, also dem der Präposition und dem Wort der Präposition, gibt es hier Verschiebungen. Eigentlich sollte es sein Khamsu Urafin Fischakati. Aber wegen der Präposition hat man das eben nach vorne gebracht. Fischakati Khamsu Urafin. Dann wissen wir, dass Khamsu sozusagen Khabar ist, Mubtada, Entschuldigung, Mubtada. Hast du Fragen, Abdul-Bari? Nein, keine. Okay. طيب, تفضل. المستأجر في أي ولا في أي دور الشقة المؤجر الشقة في الدور الخامس. ممتاز. So, hier في أي دور الشقة. Eine Tajwid-Regel oder etwas, was eigentlich mit Tajwid zu tun hat. Daurin. Bei Daurin gibt es ein Sukun am Ende. Und Shin fängt auch mit Sukun an. Und deswegen zwei Sukun auf einmal geht nicht. Deswegen müssen wir dem ersten Sukun ein Kesra geben. Dauri Nishakatu. In welcher Etage?
oder in welcher Etage ist der Zimmer? الشقة في الدور الخامس. Die Wohnung. Ich wiederhole nochmal die Übersetzung. في أي دور الشقة؟ In welcher Etage ist die Wohnung? الشقة, die Wohnung, ist في الدور الخامس. In der fünften Etage. Natürlich müssen wir uns gewöhnen, dass zum Beispiel واحد eins ist und erste الأول. Zwei, اثنين und dann ثاني, zweiter. Drei, ثلاثة, dritte, ثالث. أربعة, vier, vierte, رابع. خمسة ist fünf und fünfte, خامس. Wir merken immer den ersten Buchstaben und dann ein Elif und dann die nächsten beiden Buchstaben. So, du kannst weiterlesen. المستأجر. أريد مشاهدة الشقة. المؤجر. تفضلي. تفضل. تفضل. أدخل هذا باب الشقة. أريد. Was heißt nochmal أريد؟ Ich weiß leider nicht. Okay. Urido, ich will. Von Arada. Mushahada von Shahid. Also unsur. Genau. Das Sehen der Wohnung. Urido, Mushahada Tashakati. Ich möchte das Sehen oder die Besichtigung eben von der Wohnung. Tafaddal, sowas wie bitteschön. Udkhul, von Dachala, reinkommen. Gehe rein. Udkhul, gehe rein. Befehlsform. Hada babu shaqqati. Das ist die Tür der Wohnung. Okay, al-musta'jir. Hadihi shaqqatun jamila. Was heißt das? Was heißt nochmal Schakka? Wohnung. Das ist eine schöne Wohnung. Genau, das ist eine schöne Wohnung. نذهب إلى التمرين أو التدريبات. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. عبد الباقي. اقرأ لو سمحت. دور. دور. نعم. جميلة. جميلة. نعم. غرف. ممتاز. تفضل. ممتاز. مشاهدي. مشاهدة. Legt die Haraka da, wo es sein soll. Ja. Okay. أريد. ممتاز. الدور الخامس. الدور الخامس. Ja. يدخل. ممتاز. باب. Genau, Tür. Also nochmal, Dor war eben Etage, Jamila schön, Ghuraf Zimmer, Tafaddal, bitteschön, Mushahada, das Besichtigen, das Sehen, Uridu, ich will, Ad-Dawr al-Khamisu, die fünfte Etage, Yadkhulu, er geht rein, und Bab, die Tür. الآن تدريب. صل بين الكلمة والصورة المناسبة. الصورة
الأولى في اليمين. rechts. مع أي كلمة؟ إيش؟ غرف. غرف، ممتاز. الصورة الأولى مع غرف. الصورة الثانية. دور. ليس صحيحا. أريد. ممتاز. الصورة الثانية مع أريد. الصورة الثالثة. الصورة الثانية دور. نعم. الصورة مع الثالثة تدغتا. الصورة الثالثة مع كلمة دور. يا. أوكي. الآن في اليسار يمين الصورة الأولى. جميل. نعم، مع كلمة جميل. الصورة الثانية. تفضل. ممتاز. الصورة الثالثة. مشاهدة. مشاهدة، ممتاز. Hast du bis hierhin irgendwelche Fragen? Nein, keine Fragen. Okay, dann bleiben wir hier inshallah stehen. ربنا عافنا وعفو عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.